Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und wir schauen, wie der Morgen fängt von unserer Tagesbotschaft an. Ich hoffe, ihr habt schon, ihr kennt schon, welche Karte ziehst du? Die Nummer 1 oder die Nummer 2, meine Lieben? So, die erste Stapel. Zwei Schwerte. Zwei Schwerte sagt uns, dass du musst heute sehr auf deine Intuition hören. Dein Bauchgefühl. Seht ihr? Diese Hand, Bauchgefühl. Deine Seele warnt dich vor etwas. Achte heute auf irgendwelche Zeichen. Sei wirklich, wie sagt man, auf der Hut. Vorsicht, aufmerksam. Rede nicht viel. Mach heute keine Entscheidungen. Das heißt, entscheide dich nicht zu schnell. Lass dir heute Zeit, meine Lieben. Der Engel der Dankbarkeit. Bitte deinen Engel, dir alles Gute in deinem Leben vor Augen zu führen. Seht ihr? Dankbarkeit ist von Herzen, die von Herzen kommt, ist ein wichtiger Bestandteil des Glücks. Wenn du aufmerksam und dankbar bist, wirst du auch dich selbst besser kennenlernen. Sei dankbar für alles, was du in deinem Leben hast und begegne dir und deinen Mitmenschen voller Dankbarkeit. Aufmerksam und dankbar sein, das Universum hilft dir, irgendwie welche Gefahren übergehen. Stapel Nummer 2, meine Lieben. Drei Stäbe. Drei Stäbe sagt uns, dass heute ist ein sehr wichtiger Tag. Entschuldigung. Sehr, sehr wichtiger Tag. Vor dir, vor deine Füße liegen viele Möglichkeiten. Öffnet sich ein Horizont mit Perspektiven in der Job, in der Liebe, in mögliche Bereichen, meine Lieben. Finanzielle auch. Schau genauer, mach Augen auf, Ohren auch und hör zu und schau genau, was du tust, wohin du gehst. Du gehst wirklich in die richtige Richtung. Der Engel der Tat. Genau, hier nur Taten, musst du etwas tun noch dazu. Hab keine Angst, Neues anzupacken, meine Lieben. Akzeptiere die Veränderung, so bekommst du neue Lebenskraft und Tatendrang, Dinge anzugehen, die du vielleicht lange vor dir hergeschoben hast. Dein Engel wird dich dabei unterstützen. Wenn du den ersten Schritt getan hast, geht alles wie von selbst. Habe ich gesagt, du bist auf dem richtigen Weg, meine Lieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe, viel, viel Glück heute, meine Lieben, in euren, wie sagt man, Taten, Handlungen. Alles Gute und alles Liebe, meine Lieben. Tschüss, Papa.